So, fünfte Ebene. Okay. Ja, und das Einzige, was uns noch ein bisschen fehlt, oh, das ist echt gierig, also... Oh, verdammt. Also durch den Gegner wäre fliegen natürlich das... Boah, zwei Seen jetzt in einem Raum. Sehr nett. Oh mein Gott, das Item muss ich haben. Ich muss das haben. Wenn wir das Item haben, mit dem blauen Kreuz, mit dem Papstkostüm, dann haben wir eine richtig krasse Produktionsfirma von blauen Herzchen. Ich brauche zwei Münzen. Also es werden doch wohl zwei Münzen dieser verdammten Ebene zu finden sein. Bin schon ein bisschen aufgeregt gerade, weil das könnte... Aber wir könnten das diesmal schaffen. Es fängt so gut, so krass gut an, aber ich weiß nicht, wie ich an die blöde Münze komme. Aber eine... Jawohl, ich hab's. Dann gehen wir sofort zurück. Wow. Wow, drei krasse Items, die für blaue Herzchen sorgen. Das finde ich gerade so... Ja, damit. So, also das Buch hatten wir, glaube ich, schon mal, aber ich erkläre es, glaube ich, trotzdem. Jedes Mal, wenn wir das benutzen, kriegen wir ein blaues Herz. Das heißt, alle sechs Räume kriegen wir auf jeden Fall ein blaues Herz durch dieses Item. Mindestens. Wow. Jetzt muss ich das nur noch ordentlich runterspielen. Das ist glaube ich, die beste Chance, die wir je hatten, mit dem Blue Baby vorzukommen. Zwar nur durch pures Item-Luck und so, aber trotzdem, ist mir egal. So, sind die auch weg. Und gehen wir da runter. So, es ist sogar noch wichtiger, alle Räume zu machen. Challenge-Raum da unten. Gehen wir mal kurz gucken. Ja, ich muss den Raum eigentlich machen, allein um die Chance zu erhöhen, dass ich ein blaues Herzchen kriege. Allein deswegen. Oh, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und solange ich nicht zweimal getroffen werde, lohnt sich das auch. Okay, die Hosenmänner. Und auch geschafft. Was kommt die hier? Okay, die sind ein bisschen unangenehm. Aber... Das... Wow! Oh, yeah, yeah. Kontrolliert in die Sache gehen. Ist das machbar? Jawohl, nur noch einer. Jawohl, das war's. Da kommen wir gar nicht ran. Aber die Münze trotzdem mit. Und gehen hier weiter. Okay, ist nix. Dann könnte hier unten der Geheimgang sein. Machen wir mal auf. Jawohl, da ist er. Perfekt. Yeah, noch mehr Geld. Da können wir, glaube ich, noch ein blaues Herz im Shop kaufen. Das werden wir auch gleich machen. Und noch mehr Bomben. Sehr nice. Sogar sehe ich ziemlich viele Bomben. Das ist schon mal gut. Dann können wir auch noch den Supergeheimraum suchen. Dann lohnt sich das mit 14 Bomben. Können wir das ruhig machen. Dann könnte hier einer sein. Jawohl, da ist er auch. Was für ein Glück ich hatte. Alter, das ist doch pervers gerade im Moment, oder? Dass ich genau die Stelle... Also das ist so... Ich habe schon ein bisschen Angst gerade ein bisschen von mir selber. Also nicht von mir selber, sondern... Ich habe immer so ein... Das ist eigentlich... Das geht oft am Ende dann nach hinten los, wenn man so viel Glück am Anfang hatte. Dann knallt es auch am Ende ordentlich rein. Oh, das ist... Sollte ich vorsichtig machen. Ah! Hat aber nicht so viel Leben. Beziehungsweise, wenn ich hier ein paar schöne, ein paar Zähne reinhaue, wie... Oh, ist das krass, wie viel Schaden das macht. Wow. Wow, zwei und Paleroid jetzt schon. Hammer. Man könnte meinen, ich hätte es gehackt oder so. Das ist ja mal... Wow. Wow. Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein geiles Trinket. Mir fällt gerade ganz geiles Eins mehr ein. Dann habe ich eigentlich alles, was ich haben möchte. Doch, die Abwehr muss noch stimmen. Oh, das wird ein bisschen eng hier ohne... Ja, das sollte passen. Ein Schlüssel, okay. Noch mehr Bomben. Wir müssen uns irgendwie durch den... zum Itemraum bomben. Oh, das haben wir dann auch geschafft. Ist hier drin. Der ist dafür leider komplett unnötig. Aber ist okay. Kann ich mitleben. Akzeptiere ich. Und weiter geht's. Wir suchen jetzt echt gerade den Boss gerade. Sonst haben wir wirklich alles vorher... Das haben wir eigentlich alles gesucht und gefunden. Nur noch der Boss fehlt. Aber der kann noch kaum auf sich warten, das ist mir egal. Dann sammle ich ein paar Herzchen in der Zeit. Oh, das war knapp. So. Und dann kriegen wir wieder eins. Blob, ein weiteres. Und blauer Hosentyp, also der wird uns wahrscheinlich auch ein blaues Herz geben. Hoher Wahrscheinlichkeit. Komm schon, jetzt stirb. Ne, leider nicht. Okay, gut.
Ist okay. Eine Bombe, die ich vergessen habe. Uiuiui, da wird gleich alles auf einmal hochgehen. Okay, doch nicht alles, aber... So, dann ist auch schon der Boss. Sehr schön. Und auch das hier. So, ein Schlüssel. Da war hier, glaube ich, eine Münze. Ne, eine Bombe war das. Dann nehme ich die mit. Dann haben wir, glaube ich, alles, ne? Dann geht's los. Weiter geht's. Oh, wow. Nee, das ist ja gar nicht wow, oder? War nicht gerade... Hallo, wurde ich gerade ein anderer angezeigt? Bin ich bescheuert? Hoffentlich kriegen wir von denen... Oder kriegen wir von denen, kriegen wir, glaube ich, nur das weiße Pony. Oder so. Bin mir gerade nicht so sicher. Aua, verdammt. Komm her. Oh, ich darf nicht so nah an ihn. Ah, verdammt. Nicht so nah an ihn rangehen. Einer der unangenehmsten Reiter, muss ich echt mal sagen. So viel ich weiß, macht er ja auch diese Federn. Also diese weißen Lichtstrahlen. Jetzt gerade nicht, aber ich meine, er kann das. Wenn er mal Bock dazu hat, macht er das. Ja, jetzt glaube ich. Ah, Mist. Ich hasse die Dinger, weil ich einfach nicht weiß, wie man das ausweichen soll. Ich hasse das. Wow! Okay, uiuiuiui. Ah, jetzt kommen die schon wieder. Reine. Uiuiui, Glückssache. So, komm her. Nein! Oh, das war der Schaden, war wirklich vermeidbar. So, jetzt verreck bitte mal, ohne noch einen Treffer reinzuziehen. Bitte nicht. Okay, danke. Jetzt verreck doch bitte mal. Alter, ich glaub's nicht. Stirb jetzt mal. Jawohl, danke sehr. Und. Genau das, was ich haben wollte. Noch mehr Abwehr. Sehr schön. Okay. Oh, Bomben. Schlüssel. So, was ist denn hier Schönes drin? Ne, brauche ich alles nicht. Brauche ich alles nicht. Da sage ich sehr gerne Nein, danke zu. Und weiter geht's runter. Der Nagel ist übrigens eigentlich fast dasselbe wie das Buch, was wir gerade haben. Das gibt uns jedes Mal ein Sehnenherz und macht uns groß und erhöht unseren Schaden für eine Runde, also für einen Raum. Deswegen ist das mit dem Book of Evaluation schon gleichzusetzen. So, der Raum ist... Wow, eigentlich machbar gewesen. So, jetzt sind wir gleich schon bei Marm. Und danach ging es ja immer bergab. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das diesmal auch bergab geht. Ich bin zu blöd, um eine Bombe zu setzen. Ich hoffe nicht... Oh, sehr, zwei Stück ist das geil. Ich hoffe, das wird nicht mehr so enden wie sonst. Oh, wow, noch eins haben wir. Und dann kriegen wir jetzt in den Raum noch eins, weil wir das Buch dann benutzen können. Dann haben wir in kurzer Zeit schon vier Herzchen gekriegt. Ungefähr den Schaden, oder die Herzchen wieder gekriegt, die wir bei den Gegner gerade, mit dem Boss gerade verloren haben. Oh, jetzt können wir natürlich wieder viele verlieren. Okay, wir haben ein Schild. In den Schild müssen wir jetzt viele mitnehmen. Nein, komm schon. Kaputt. Oh. Ja, ich finde, bei so einem Raum getroffen zu werden, ist keine Schande. Da kann ruhig passieren. So, weil das ist, ich finde das so eklig, die Gegner. Wow, noch mehr Schaden, sehr geil. Und noch ein Herzchen, das ist ja krass. Herzchen und Schaden. Ich glaube, das ist, kann man mitnehmen. Das ist, glaube ich, kein Nachteil, wenn wir das mitnehmen. Ich glaube, das ist kein Nachteil, wenn wir das ist sogar ziemlich gut, natürlich. Das ist nämlich, ich glaube, wenn wir auf einen halben Herzcontainer oder einen ganzen Herzcontainer rutschen, dann werden wir eben so groß und schwarz und machen mehr Schaden. Aber weil wir mit dem Blue Baby ja generell null Herzcontainer haben, bleiben wir in dieser Form. Wir sind zwar jetzt zwar größer, aber ich denke mal, dass der Schaden sich dafür dann doch deutlich mehr lohnt. Das ist natürlich auch wieder ein Item, was perfekt für das Blue Baby ist. Okay, vielleicht nicht perfekt, aber zumindest einen Vorteil in der Form hat. Natürlich bei solchen Stacheldingern da ist, glaube ich, die Größe schon ein Nachteil. Boah, jetzt muss der große Zahn macht jetzt wahrscheinlich richtig Schaden. Also wie viel Schaden der jetzt wahrscheinlich macht, ist... Wow. Okay, interessant. Oh, Spinnen. Boah, der Zahn wird immer größer. Ist das übel. Ist das übel mit dem Zahn. Alter, eigentlich müsste das doch schon groß genug sein, dass ich das Ding einfach erwische. Ich sehe jetzt schon, komme ich davon... Ja, danke. Toll, in der Mitte ist das Seelenherz. Zwei sogar. Kann ich nicht einfach mit einer Bombe da so ein bisschen reinschießen und dann... Ja, wo... Jetzt habe ich das eine so doof dahingesetzt. Oh, interessant. Ja, ist egal. Komm, lass mich raus. Uah, rein hier. Jo, nehmen wir. Das riskieren wir. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd. Das ist ja genau dann der Gegner-Spot. Aber hätte ich mit rechnen müssen, aber ist okay. Das ist ein Seelenherz, damit haben wir eh dann wieder mehr als vorher.
Oder wenn wir jetzt nicht nochmal getroffen werden. Jo, das war das. Das war ein bisschen blöd von mir. Oh, der ist unangenehm. Komm her. Wow, zwei große Zähne und das Ding ist weg. Jetzt müssen wir wieder eine Pille riskieren. Tears up, sehr schön. Komm, wir nehmen das jetzt auch einfach, oder? Ne, wir nehmen das noch nicht. Noch nehmen wir das nicht. Oh, Hammer. Wieder ein blaues Herz. Krass, das ist scheiße. Die zwei Bomben verzichte ich ganz gerne. Zum Marm gehen wir natürlich noch nicht. Denn da gibt es noch einige schöne Räume zu begutachten. Ich habe es gar nicht mitgezählt, wie viele Herzen ich habe. Aber ich glaube, ich habe schon weit über 20, oder? Kann das sein? Ich glaube schon. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich. So, wieder eins und dann nochmal eins. Wow. Nochmal zwei dazu. Ist das schon ist das so pervers gerade. Wow. Wow. Okay. Ah, die kleine Fliege. Hier hab ich was übersehen. Ich will das Ding erstmal zum Explodieren bringen. So, nein. Uiuiui. Gut. Und nach oben. Ein Arcade-Raum. Interessant. Wenn da eine Wahrsagerkugel ist, dann habe ich so ein ganz gutes Gefühl, dass wir da mit freudigen Lächeln wieder rausgehen werden. Boah, mit einem fetten Zahn umgenietet. Oh, da kam der Stachel. Leider nicht, aber ist okay. Springen wir das mal weg. Und kriegen natürlich ein Seelenherz, na klar. Ich würde sagen, wir machen das bis 15, machen wir das. Wow, aus dem Automat. Noch ein Seelenherz. Wieder ein bisschen Geld. Ja, okay, ich habe gedacht bis 15, jetzt haben wir wieder so viel wie vorher. Das ist natürlich nicht so der Plan gewesen, aber machen wir trotzdem weiter. Eine Pretty Fly wäre natürlich ganz toll. Die will ich ja jedes Mal haben. Ich rieche hier diesmal. Wow, noch ein Seelenherz. Wieder ein bisschen Geld. Dauert bis 15 noch ein bisschen. So, hier ist noch einmal. Dann sparen wir das schon mal weg. Eigentlich ein bisschen undankbar von mir, aber... Ich bin gerade überlegen, ob ich das Twinkles ändern soll, weil ich habe jetzt... Ich habe jetzt 22 Bomben. Das reicht mir eigentlich. Danach kommt schon die Womb-Ebene, da werde ich eh nicht mehr so viele Bomben brauchen. Habe ich von Tarotkarten, glaube ich, ein bisschen mehr von. Oder? Ich glaube schon. Oh Mann, ich habe die Spinne übersehen. Okay, kann passieren. Wow, wieder ein blaues Herz. Okay, boah, ist heute Dynamit da weg. Boah. Warum macht der die Dinger denn jetzt? Ich dachte, macht nur die Maden. Boah, der Zahn, ne? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber... Da kommt ganz schön was raus. Der zieht da ordentlich am Leben. So, wir gehen aber trotzdem mal im Shop rein. Oh, Mini-Gegner. Der jetzt jeden Moment schon weg ist. Boah, der hat keine Chance. Der konnte jetzt nicht wirklich viel machen. Nehmen wir noch mal ein paar Bomben dadurch mit. Jetzt haben wir 24 Bomben. Jetzt gucken wir nach dem Geheimraum. Den haben wir beide noch nicht gefunden. Und durch die ansichtliche riesige Anzahl an Bomben können wir auch ruhig beide suchen. Dauert zwar ein bisschen, aber... wow, das wird sich dann schon lohnen. Ja, ich bin überlegen. Ich denke mal, komm, wir wechseln das Trinket. Wir wechseln das einfach. Wir haben jetzt, glaube ich, genug Bomben. Das wird erstmal reichen. Wir werden ja so noch welche bekommen. Ist ja nicht so, als würden wir dadurch gar keine Bomben mehr kriegen würden. So ist es ja nicht. Aber Tarotkarten, glaube ich, in dem Fall sind, glaube ich, dann noch besser. Wenn wir genug Bomben haben, nee. Hier ist keine Möglichkeit, da oben aber wieder. Auch nicht. Hey, haben wir jetzt hier schon probiert? Ich habe schon jetzt die vergessen. Doch, da unten hatten wir schon. Hatten wir dafür einen supergeilen Raum schon ganz rechts geguckt? Nee, hatte ich noch nicht. Gut, dann können wir hier nochmal zwei ablegen. Hier ist er. Okay, gut. Wow, ein weißes Herz. Danke sehr. Richtig gut.
Das wäre dann ein weiteres Herzchen. So, dann müssen wir den normalen Geheimgang suchen. Der wird wahrscheinlich da unten bei der... War das eine Blutbank da unten ist? Oder was ist das da unten? Ne, öffnen wir die lieber hier. Ach ne, das war ein Automat, ne? Ja, genau, das war ein Automat. Ja, ich weiß nicht, was wir mit Automaten machen sollen. Ist es das, was ich denke? Obwohl, ne, da bräuchte es ja gar nicht, ne? Nehmen es doch trotzdem mit. Obwohl, ja, okay, das ist... Ey, das wollte ich gar nicht benutzen. Der Ankh ist eigentlich ein ganz nettes Item, um die Erfolge, sage ich mal, mit Blue Baby freizuschalten. Wenn man damit stirbt, dann wird man eben als Blue Baby wiedergeboren. Pettyfly, unglaublich. Und kriegt dann die Herzcontainer, die man vorher hatte, in Seelenherz umgetauscht. Und dann kann man, das kann man eben, wenn man das hat, dann kann man eben... Wow, mehr brauche ich nicht. Ich kann das Ding wegspringen. Alles, was ich... Wow. Ich weiß nicht mehr, was ich... Ich krieg auch noch Geld und die Devil-Karte krieg ich auch noch. Es ist unglaublich. Besonders benutzt mir die Pille. Tier ist down. Ich habe gewusst, dass ich sie nicht, warum ich sie nicht nehmen wollte. Aber es ist okay. Wow. Zwei Fliegen mal eben hintereinander. Ah, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Eigentlich können wir das nicht mehr verlieren. Jetzt haben wir die Abwehr, die ich brauche. Die Ausdauer ist härter als je zuvor. Der Schaden ist auch okay. Die Geschwindigkeit kann man mitnehmen, aber ist auch, ist vollkommen in Ordnung. Ich denke, das werden wir jetzt geschafft haben. Ist ja schon fast langweilig jetzt. Schon fast langweilig geworden. Wow, wow, wow. Ich muss sagen, ich verliebe mich gerade so ein bisschen in den Zahn, den wir immer wegschießen. Weil der sieht so monströs Hammer aus, wie er da vorbeifliegt. Wenn ich ein bisschen mehr Range up hätte, dann würde er sogar noch weiter, noch länger fliegen. Wir könnten ihn noch länger bewundern, aber... Leider verschwindet er immer so kurz und schnell. Oh, okay. Gut, das kann er nicht mehr... Jawohl. Krass, dann kriegen wir allein in diesem Raum wieder drei Herzchen, ne? Da ist eins, zwei... Und drei. Und eventuell hier noch ein viertes. Wow, ein viertes und fünftes, allein in diesem Raum. Fünf Herzchen. Ist das... Wow, ist das krass. Und durch das Weiße jetzt kriegen wir jetzt hier nochmal eins.